Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzlerin Merkel hat Griechenland und Italien weitere Unterstützung in der Flüchtlingskrise zugesichert. Zum Abschluss eines Gipfeltreffens in Wien sagte Merkel, Deutschland werde aus diesen Ländern pro Monat mehrere hundert Migranten mit Bleiberecht aufnehmen. Zudem einigten sich die Spitzenpolitiker aus Ländern entlang der Balkanroute und der EU darauf, die europäische Grenzschutzagentur Frontex mit mehr Personal zu verstärken. Die Richtung dieses eintägigen Wiener Flüchtlingsgipfels hatte sich schon im Vorfeld der Tagung herausgeschält. Die verstärkte Sicherung der EU-Außengrenzen sowie der Stopp der von Schleppern organisierten illegalen Migration durch die Balkanländer nach Westeuropa. We need to confirm. Wir müssen politisch und praktisch sicherstellen, dass die Westbalkanroute für illegale Migration für immer geschlossen wird. Österreichs Bundeskanzler Christian Kern, der zu dem Flüchtlingsgipfel diesmal auch Amtskollegin Angela Merkel und Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras geladen hatte, setzt nach dem Beispiel des Abkommens mit der Türkei auf eine Ausweitung von Rückführungsvereinbarungen für Flüchtlinge mit anderen Ländern. Und dass wir vor diesem Hintergrund nach dem Muster der Türkei weitere Vereinbarungen mit einzelnen Staaten brauchen. Wir haben intensiv diskutiert, dass das im Besonderen Niger, Mali und Ägypten sein muss. Aber auch mit Afghanistan seien entsprechende Gespräche angebahnt. Auch Kanzlerin Angela Merkel möchte die Rückführung von Menschen ohne Aussicht auf Asyl vorantreiben. Gleichzeitig sollen nach EU-Vereinbarung zur Entlastung Griechenlands und Italiens weitere Migranten mit Bleiberecht aufgenommen werden. Es ist in der Tat so, dass wir Italien gesagt haben, dass wir uns mit mehreren hundert pro Monat beteiligen an dieser legalen Umsiedlung und ein ähnliches Angebot auch Griechenland gemacht haben. Weiterhin keine Fortschritte gibt es hingegen bei der Umsetzung der eigentlich schon beschlossenen gerechten Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union. Arbeitgeberpräsident Kramer warnt davor, dass Fremdenfeindlichkeit der deutschen Wirtschaft schaden könne. Der Passauer Neuen Presse sagte er, das Image deutscher Produkte könne leiden und die Investitionsbereitschaft zurückgehen. Zugleich beklagte Kramer eine sprachliche Verrohung bei manchen Politikern. Man grabe der AfD nicht das Wasser ab, indem man argumentiere wie sie. Wer gegen Fremde sei, suche sich das Original und nicht die Kopie, so Kramer. Die Umvolkung Deutschlands habe längst begonnen. Eine Nachricht abgesetzt heute Morgen bei Twitter, nicht von der NPD oder der AfD, sondern von der CDU-Bundestagsabgeordneten Kuttler. Aus Fraktionsführung und Partei kommen bald darauf Distanzierungen von dem Nazi-Begriff, aber der Satz ist in der Welt und Kuttler ist kein Einzelfall. CSU-Generalsekretär Scheuer hatte vor gut einer Woche gesagt: Das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Singalese, der über 3 Jahre da ist, weil den wirst du nie wieder abschieben. Solche Äußerungen bringen Wirtschaftsvertreter sonst gerne mal nah dran an der Union auf die Palme. Leider äußern sich Politiker heute gegenüber Flüchtlingen und Fremden in einer Weise, die ihnen vor einiger Zeit peinlich gewesen wäre. Das ist unerträglich. Dahinter steht die Sorge um wirtschaftlichen Erfolg, aber auch Sorge um eine grundsätzliche Haltung. Beides kann CDU-Vize Bouffier nachvollziehen. Es ist immer klug, sich so zu äußern, dass man unmissverständlich verstanden wird und dass man aber sozusagen auch respektvoll miteinander umgeht. Hinzu kommt, das Innenministerium zählt seit Jahresbeginn deutlich mehr Gewalttaten gegen Ausländer als noch 2015. Einen direkten Zusammenhang zur verschärften Rhetorik unterstellt die SPD nicht, aber mit einer Atmosphäre der Feindschaft aufgebaut, die Hohlköpfe motiviert zu glauben, ihre Gewalttaten seien gesellschaftlich gewollt. Die Opposition formuliert eine klare Erwartung. Wenn Sie Deutschland einen Gefallen tun wollen, dann müssen Sie damit aufhören, Stimmung gegen Ausländer zu machen. Ob sich die Abgeordnete Kuttler das zu Herzen nimmt, weitere fragwürdige Twitter-Nachrichten hat sie heute nicht verschickt. Zurückgenommen hat sie aber auch nichts. In Syrien hat die Regierung ihre Luftangriffe auf die von den Rebellen gehaltenen Stadtteile in Aleppo fortgesetzt. Dabei sind in den vergangenen Tagen mehr als 180 Menschen getötet worden. Unterdessen soll die syrische Armee im Umland Aleppos auch mit Bodentruppen gegen die Aufständischen vorgehen. Die Situation der Bevölkerung verschlechtert sich zunehmend, doch die diplomatischen Bemühungen um eine neue Waffenruhe kommen nicht voran. Propagandabilder der syrischen Armee.
Nach dreitägigem Bombardement hat nun die angekündigte Bodenoffensive begonnen. Nach Agenturberichten wurde das Palästinenserlager Handarat nördlich von Aleppo eingenommen. Vor den Vereinten Nationen feierte der syrische Außenminister die Geländegewinne als Sieg gegen Terroristen, die von Saudi-Arabien und Katar mit modernsten Waffen ausgerüstet worden seien. Unser Glaube an den Sieg ist nun noch größer geworden, nachdem die syrische Armee viele Erfolge im Kampf gegen diese Terroristen erzielt hat. Mit Hilfe unserer wahren Freunde aus Russland, dem Iran und dem Libanon. Nach Angaben der UN haben nun 2 Millionen Menschen in Aleppo kein Trinkwasser mehr. Angegriffen werden offenbar gezielt die Quartiere der Weißhelme, die als Sanitäter versuchen, Leben zu retten. Ein zutiefst frustrierter deutscher Chefdiplomat gestern vor den Vereinten Nationen. Assads Luftwaffe muss ihre Angriffe stoppen. Dafür sehe ich auch Moskau in der Verantwortung. Gelingt uns das nicht, meine Damen und Herren, dann werden alle Bemühungen um eine politische Lösung für Syrien im Bombenhagel untergehen. Es war eine schlimme Woche für die Diplomatie und die Vereinten Nationen. Das bisschen Hoffnung auf eine Verständigung zwischen Russland und den USA auf eine Waffenruhe, es gibt es nicht mehr. Die Gespräche scheiterten an der Weigerung Moskaus, ein zeitlich begrenztes Flugverbot über Aleppo zu akzeptieren. Sie scheiterten an fehlenden Garantien der Rebellen, sich von der terroristischen Al-Nusra-Front zu trennen. In Großbritannien ist Labour-Chef Corbyn in einer Urwahl als Parteivorsitzender bestätigt worden. Er bekam knapp 62% der Stimmen, mehr als bei der Urwahl im vorigen Jahr. Corbyn setzte sich damit deutlich gegen seinen Rivalen Smith durch. Bei der Parteibasis und den Gewerkschaftern ist der 67-jährige Vertreter des linken Parteiflügels sehr beliebt. Bei den Labour-Abgeordneten im Parlament ist Corbyn dagegen wegen seiner Positionen umstritten. In Johannesburg ist die Weltartenschutzkonferenz eröffnet worden. Vertreter aus mehr als 180 Staaten beraten über bedrohte Tier- und Pflanzenarten, die durch ein internationales Abkommen geschützt werden. Ein Schwerpunkt ist der Handel mit Horn von Nashörnern. Dieses Nashorn wird nicht sterben, obwohl man ihm das Horn abnimmt. Viele Betreiber von südafrikanischen Naturparks greifen inzwischen zu diesem letzten Mittel, um die Tiere besser zu schützen. Nach der Operation unter Betäubung wachen die Tiere wieder auf und sind mit dem letzten Resthorn weniger attraktiv für die Wilderer, so die Hoffnung. Doch noch immer kommt es zu blutigen Attacken auf Nashörner. Pro Jahr sterben rund 1000 Tiere, weil ihrem Horn zu Unrecht Wunderkräfte zugesprochen werden. Auf der Artenschutzkonferenz in Johannesburg hat Swasiland deshalb vorgeschlagen, den Hornhandel zu legalisieren. So könne man den illegalen Markt austrocknen. Besitzer von Nashörnern sollen nach dem Abnehmen der Hörner sie auch legal verkaufen dürfen. Viele Naturparkbetreiber unterstützen diese Idee. Das würde nicht nur den illegalen Markt eindämmen, mit dem Profit aus dem legalen Handel könnte man künftig den besseren Schutz der Tiere finanzieren. Vor dem Kongresszentrum Protest gegen diese Idee. Legaler Handel werde Kriminelle nicht daran hindern zu wildern, um ebenfalls vom Geschäft mit dem Horn zu profitieren. Außerdem ist die Nachfrage nach Hörnern um bis zu 400 Tonnen jährlich größer, als wir legal abnehmen können, sagt dieser Demonstrant. Es gibt einfach nicht genug davon, um die Wilderei zu verhindern. Und am Ende gehe es auch darum, dass Nashörner ihr Horn nicht ohne Grund hätten. Ohne Horn fehle ihnen eine Waffe, mit der sie sich selbst und vor allem ihre Jungen gegen Angriffe verteidigen. US-Präsident Obama hat in Washington das erste nationale Museum für afrikanisch-amerikanische Kultur und Geschichte eröffnet. Auf 35.000 Quadratmetern dokumentiert die Ausstellung neben der leidvollen Geschichte der schwarzen Bevölkerung auch die Erfolge wichtiger Persönlichkeiten wie Martin Luther King. An der Eröffnungszeremonie nahm auch Obamas Vorgänger Bush teil. Lange haben sie darauf warten müssen. Ein nationales Museum, das sich ihrer Geschichte widmet. Heute wurde in Washington das neue Museum für afroamerikanische Geschichte und Kultur eröffnet. Ein riesiges Volksfest, auch wenn vor allem Schwarze hier sind. Unser Großvater hat noch auf der Plantage Baumwolle gepflückt. Das Museum zählt endlich auch uns zu denen, die etwas beigetragen haben, um das Land groß zu machen. Unter Ex-Präsident George W. Bush wurde das Museum geplant. Dass der nächste Präsident ein Afroamerikaner sein würde, ahnte damals niemand.
We're not a burden on America. Wir sind keine Last für Amerika, auch kein Schmutzfleck auf Amerika. Wir sind auch kein Objekt des Bedauerns. Nein, wir sind Amerika. Die Geschichte der Schwarzen gehört zu den düstersten Kapiteln der amerikanischen Geschichte. Es sei wichtig, dass das Land dazu stehe, sagen viele hier. Wir müssen uns unserer Vergangenheit bewusst sein. Das ist wichtig für die Gegenwart. Wir müssen noch viel tun, um unsere Situation zu verbessern. Das Land ist nicht perfekt. Sklaverei und Rassentrennung bleiben Trauma der schwarzen Amerikaner. Sie sehen in diesem Museum auch eine Anerkennung ihres Leids. Und dennoch, auch heute sind die sozialen Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß riesig. Auch heute gibt es Rassismus. Daran haben auch zwei Amtszeiten des ersten schwarzen Präsidenten nichts ändern können. Der Holocaust-Überlebende Max Mannheimer ist im Alter von 96 Jahren in München gestorben. Mannheimer hatte sich jahrzehntelang gegen das Vergessen und für Versöhnung eingesetzt. Unter anderem berichtete er vor Schulklassen von der Judenverfolgung im Nationalsozialismus. Mannheimer hatte die Konzentrationslager Dachau und Auschwitz überlebt. Seine Eltern, drei Geschwister und seine erste Ehefrau wurden ermordet. In der Fußball-Bundesliga ist der FC Bayern weiter auf Erfolgskurs. Gegen den HSV gewannen die Münchner mit 1:0 und sicherten sich so am fünften Spieltag den fünften Sieg. Die Kameras in Hamburg waren heute auf Bono Labbadia gerichtet. Ohne klare Rückendeckung der Clubführung ging der HSV-Trainer mit seiner Mannschaft in Rot-Weiß in die am Ende knapp verlorene Partie gegen die Bayern. Rot bedient Nabil Bahoui. Die erste Gelegenheit des Spiels hatten die Gastgeber. Die Bayern auf 4 Positionen verändert mit Coman und Lewandowski mit einer der wenigen Gelegenheiten für den Tabellenführer in der ersten Hälfte. Im zweiten Durchgang haben die Bayern Glück, dass Franck Ribéry nach diesem Griff in Nicolai Müllers Gesicht nur gelb und nicht rot für eine Tätlichkeit sieht. Ansonsten die Gäste mit besten Gelegenheiten. Eine davon 10 Minuten vor dem Ende für Thomas Müller. René Adler hielt alles bis in die Schlussphase hinein. Als sich alle bereits auf ein 0:0 eingestellt hatten, trafen die Bayern doch noch. Nach genialer Vorarbeit von Thiago und Kneifer Ribéry vollendet Joshua Kimmich in der 88. Spielminute zum 1:0-Siegtreffer für die Münchner. Bittere Minuten für Bono Labbadia. Wie lange die Clubführung ihn weiterarbeiten lässt, bleibt trotz der guten Leistung heute ungewiss. Im Duell der Bundesliga-Überraschungsmannschaften trennen sich Eintracht Frankfurt und Hertha BSC 3:3 unentschieden. Die Berliner Führung resultiert aus diesem Foul von Seferovic an Stocker. Ibisevic verwandelt per Strafstoß zum 0:1. In der Schlussphase der ersten Spielhälfte macht Frankfurt aus dem Rückstand eine eigene Führung. Der Mexikaner Marco Fabian gleicht in der 38. Minute aus. Für die Führung der Eintracht sorgt Alexander Mayer. Es läuft bereits die Nachspielzeit der ersten 45 Minuten. Mit diesem 2:1 werden die Seiten gewechselt. Die Begegnung bleibt aber spannend und auf sehr gutem Niveau. Ibisevic gleicht für Berlin nach Vorarbeit des eingewechselten Eswein wieder aus. Und Alexander Eswein bringt die Gäste mit einem sehenswerten Treffer erneut in Führung. Der Schlusspunkt dann wieder in der Nachspielzeit. 91 Minuten und 55 Sekunden sind bereits absolviert, als Michael Hector für Frankfurt das 3:3 und damit den Endstand erzielt. Die weiteren Ergebnisse: Mönchengladbach-Ingolstadt 2:0, Mainz-Leverkusen 2:3, Augsburg-Darmstadt 1:0. In der Partie Bremen gegen Wolfsburg steht es kurz vor Schluss 1:1. Gestern bereits siegte Dortmund gegen Freiburg 3:1. Morgen spielt Hoffenheim gegen Schalke und Köln hat Leipzig zu Gast. Die Tabelle: Bayern München auf Platz 1, gefolgt von Dortmund und Köln. Gladbach auf Platz 4 vor Frankfurt und Berlin. Die zweite Tabellenhälfte wird angeführt von Augsburg vor Freiburg und Wolfsburg. In der Abstiegszone Hamburg vor Schalke und Bremen. Die Lottozahlen: 4, 15, 18, 21, 32, 45, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 25. September. Morgen sorgt Hochdruckeinfluss noch für Sonnenschein. Ein atlantischer Tiefausläufer beschert uns in der neuen Woche dann wechselhafteres Wetter.
Heute Nacht ist es meist klar, im Osten sowie in Küstennähe hier und da Wolken. Vor allem in der Mitte und im Süden bilden sich Nebelfelder. Die lösen sich morgen bald auf und dann erwartet uns wieder ein Sonnentag. Gegen Abend tauchen dann im Westen dichtere Wolken auf. Heute Nacht 15 Grad auf den Nordseeinseln bis 4 Grad im Bayerischen Wald. Morgen auf Rügen knapp unter 20, entlang des Rheins dagegen bis 26 Grad. Am Montag im Osten noch überwiegend sonnig, sonst wechselhafter und kühler. In den folgenden Tagen teils wolkig und gebietsweise nass, teils freundlich. Am Mittwoch wird es an den Küsten windig. Um 23.15 Uhr begrüßt sie Karin Mioska zu diesen Tagesthemen. Wie schwarze US-Amerikaner um ihre Rechte kämpfen, sowie Neustart für einen Linken. Warum Labour in Großbritannien erneut Jeremy Corbyn zum Vorsitzenden wählt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.